Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Second Impact mit 7 Days to Die, der Alpha 17.4 im Build 4 und heute werde ich schauen, dass ich mein Bike fertig kriege und vielleicht auch schon mit der Horde Base anfangen. Ich habe da ganz ein interessantes Modell gefunden, das ich natürlich gerne ausprobieren würde. So, zuallererst aber noch, bevor ich es wieder vergiss, muss ich noch ankündigen, in 17 Millionen Medien, dass ich dann doch da bin. So, bevor aber sonst irgendwas Großartiges passiert. Obwohl ich bin mitten in der Nacht, ich stehe in meiner Basis, nichts brennt. Passt, da können wir ruhig in Ruhe stehen bleiben und die Zeit rennen lassen. So, einmal auf Facebook. Und zwar posten wir hier, wenn der Wetter lädt endlich. Sehr schön. Einen neuen Beitrag und zwar ach Gott, so 7 days to die. Fun Pimps. Chill Mode. Bicycle Race. Apokalypse. So. Das wird natürlich gerade, also letztes Mal geteilt. Ist eh noch nichts Großartiges. Nein, das können wir noch. Auch noch Twitch eine Runde. Notifications, was haben wir gerade für Notifications? Nichts Interessantes. Wenn wir schon mal da sind, gell? Ich werde es natürlich mitnehmen. Passt. Tweet. Na komm, Twitcher. Sehr schön. So. Gut, wir sind nun hier. Wir haben ein bisschen, eine halbe Stunde haben wir in-game zusammengebracht. Dann natürlich auch noch meine ganzen Sachen in den Vordergrund bringen, damit ich weiß, wo es angeht bei mir. Gut. So, ich brauche Plastik, wie gesagt. Ich habe alles mit, was ich brauche. Ranch und so weiter. Alles da. Ein bisschen Steinchen. Ich meine ganzen Waffen da. Pfeile zum Saufedern. Perfekt. Dann sind wir schon draußen. What the heck ist das hier? Ah, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt dann eingeschaltet, dass es sich wo keine Zombies, dass gezeigt wird, wo keine Zombies gespawnt werden. Das ist mein Safe Place. Interessant. Wüsste ich nicht, dass ich das eingeschalten habe. Man stirbt mir jetzt prinzipiell nicht. Komisch. So, wo gehen wir denn hin? Oder mit der City? Oder rahmen wir die Hitten aus? Damit ich mein Bike fertig bauen kann. Ich glaube, das ist das Bessere gerade. Daher. Einfach noch ein paar Sachen slingen da unten. Schau, die machen wir zu. Genau. So. Zombies sollten hoffentlich keine Rinse. Schau, jetzt los. Ein paar Sachen da umbauen. Okay. So, jetzt nicht unbedingt viel, da irgendwas, was ich anbauen kommt. Nein. So. Wir brauchen ein bisschen Plastik und so. Ah, schau, nicht mehr gelootet neues. Cool. Ich hoffe nicht. Gleich mit dem Overall. Ah, der Regina. Machen wir den da. Legen wir den einmal schon, ob da Plastik dabei ist. Keine
wahrscheinlich schon ob irgendwo ein paar Plastik vor mir sind. So aus. Ja, Papier ist mal fast klar, dass ich Papier krieg. Da mein Mikro kommt Plastik beinhalten. Schauen wir mal. Ja. Ich glaube 20 brauche ich. Bauen wir da mal hoch, alles, was ich da finde. Gasgrill alles. Er ist gut. Ich glaube, da kriege ich nicht das, was ich benötige. Trinken. Schreit noch Durst. Dann müssen wir da um. Gott, ich kann es nicht liegen lassen, es hilft nichts. Da drüben ein paar Häuschen zerlegen. Drauf da vorsichtigst. Wobei ich muss sagen, ich hätte echt schon überlegt, ob ich nicht mir wie Klassik hätte man schon das erste Mal anschauen. Diese Open Beta, alle die was einen aktiven Zugang haben, können das ausprobieren. Na, doch, nein. Warten wir trotzdem noch die Zeit. Wenn ich jetzt Beta anfange, dann ist es nur mehr halb so lustig, wenn ich dann wirklich real anfange. Die ganzen Sachen, was ich bis dato schon gemacht habe, genau mehr machen muss. So. Hier ist los. Ein Haus, das ideal wäre für die, zum Beginnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das eh schon gemacht habe, aber ich glaube nicht. Oh, ich schau. Eigentlich kann ich es ganz einfach machen. Jetzt leg ich den und schau, was rauskommt dabei. Damit meine ich nicht nur Teile, da meine ich auch Zombies damit. Brauche ich eh viel. Das, was ich vorhabe. Benzin, jetzt geht's los. Was da? Kommt was? Nee. Dann machen wir weiter, wenn nichts kommt. Da bist du narrisch. Da kriegt man geklumpert. Öl brauche ich auch. Thank you.
Gerade soll ich schon das Minibag aufhören, die alles die Teile sammeln. Batterie, Motor, alles schon da. Also da ist einmal nicht der offizielle Eingang. Hätte ich jetzt gemeint. Schaut schon eher noch offiziell. Eingang aus U, also hier der Krim nicht. Runter. Aha. Das ist interessant, dass man aufpasst, dass man da oben hat. Na was? Rucksack, den machen wir natürlich gleich auf. Taschenlampe, Sachen, die die Welt nicht braucht. Muss dann eh da rein, gut. Na okay. Kein Problem. So, Bett, gut. Na dann wieder rauf da. Schauen wir, wo können wir da oben hupfen? Ohne das mal wieder. Nicht ganz, sehr schön. Sehr schön. Dann irgendwie nicht das, was ich mir als Weg vorstelle. Ich hätte nicht alle Kanone, dass man weh tut. Machen wir jetzt wieder. Wenn wir da einen Eingang schlagen, hilft nichts. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Eingang für eine, aber ich sicher mal wieder nicht. Dann gehe ich schon mal so drüben. Und ich bin ein Kambad, so was Neues. Ganz was Neues. Auch nicht haben. Erster Tod. Oh mein Gott, so blöd, ey, nicht schon. Nee, Gott sei Dank. Wo ist das jetzt dann? Müssen wir mal hinlaufen, das fängt sich an. Ich erscheine beim Bett, okay? Das Panel Designer. Das muss auslocken, locken auf alle Fälle die Hundling. Ach du meine Güte. 10 Minuten oder so, wie sie glaube ich sind. Ja, das Leben. Real Life Minuten.
Genau, okay. Noch weniger Miet nehmen. Ja, noch mehr encumbered bin. Oder 10 Minuten da ist. Eine halbe Stunde. Ist das Drama. Schade, die meint mit weniger gerechnet. Nein, gerechnet relativ mit weniger gekauft. Das heißt, ich brauche mehr Nahrung. So. Die Tür auf die Außerlocken, Kumpel mitnehmen. Du hast ja recht. Oh, Acid brauchen wir. Ganz wichtig. Geht's auch gut. Hätten wir das schon mal gefunden. Ja, war wirklich saugeil, da muss ich sagen. So, was da gibt. Ich glaube, ich stehe gerade relativ gut da, muss ich sagen. Ja, genau. Wir kommen zu den Stations, oder? Wahnsinn. Aloe Vera Creme Tiefe. Alter. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, was es da gibt. Ich bin schon voll. Brauche ich irgendwas davon nicht.
eh zwar zusammenschrumpfen da. Das geht auf jeden Fall. Gell, da muss ich halt bauen, oder? Nochmal, Alter. Medical Supplies. Pillending. Das brauche ich wirklich nicht. Poppenpilz sealed shipping crate. Und da geht's so Papier drin. Chemistry Station. Chemistry Station. Oh, Black Dye. Modifieren, aber der ist voll, genau. Also ich gehe auf Erm da, ich modifiere. Mach einen schwarzen Compound Pool raus. Für etwas mehr Schaden. So. Jetzt gehen wir da mal oben. Fast alles an Böden ist da. Plastik. Das wird dir noch so umgehen. Irgendwo mal das Plastik oder so. Das ist ja Plastik, kommt dann nicht mehr gleich wieder mit. Dann ist lieber ein bisschen eins. Wäschekorb kommt jetzt rein. Ja, ein paar Plastik. Körperin. Genau, drei Plastik, super. Nein. Komm her. Wahnsinn. Okay. Nein, ich gehe da nicht raus. Der wartet dabei. Aber ich ja nicht. Schaut nicht so aus, gell?
Überpassig. Leider keine Probleme. Schauen wir mal. Eisen, sehr schön. Nicht mal annähernd das, was ich brauche. Plastikhammer 120, ausreichend, hätte ich gemeint. Schleichen wir nach Hause. Müsste alles beisammen. Mein Wheel? Genau das. Kann es nämlich sogar herrichten schon. Bald haben wir nur mehr das Bike zusammenbauen. Nice. Das dauert jetzt natürlich, bis ich da wieder retour bin, mit dem ganzen Gepäck an Bord. Die Zunge ist auf der anderen Seite nur raschen gegangen. Also nichts da, passt. Ganz kurz noch schauen da. Gut, alles grün. Und weiter geht's. Ja, ich weiß, dass ich gerade keinen Platz im Inventar habe. Macht aber nichts. Also mal schauen. Ja, mal da. Punkt und Mann. Mein Link, das geht nicht. So. Sind wir schon Provisions, ne? Keine, weil ich brauche Level. Schieß mich dort, genau. Das kann ich dort. Aber irgendwo habe ich gesagt, das kann ich nicht tun, genau, weil ich brauche Level 20. Fehlen mir noch 2. Und Intellekt Level 5 ist ja wurscht. Bei der Bata ist zum Beispiel, was mich schon interessiert, muss ich sagen, Cardio. Vor allem, was mich interessieren würde. Okay, da geht er mal. Da ist jetzt die Richtung, wo ich hingehen muss. Mitnehmen. Sowas zum Beispiel. Das geht immer. Ah, es könnte aber auch der Block sein. Dieser PvP-Block, was man da gezeichnet hat. Ja, irgendwas wird schon sein. Interessant dafür, gell? Hüpfen ist einfacher. Wenn du überlohnt bist. Das ist die beste Möglichkeit, um voranzukommen. So, da kann ich eh gehen, es geht relativ schnell sogar. Keine
Zombies weit und breit. Finde ich persönlich sehr gut. Wobei brauchen wir zwei Level, dass ich mal Iron Tools herstellen kann. Von dem her gesehen. Vielleicht ein paar Zombies da nicht so schlecht. Aber was sagt man für Manoräume? Dauert's noch. 13 Minuten. 15 Minuten bin ich eingekampert, gut. Und wenn dann der helllichte Tag ist und ich mein Bike habe, werde ich auch ein wenig mit dem Questen beginnen. Was einfach Sinn macht. Das ist halt ein paar bessere Items zum Kriegen, ein paar mehr XP, ein bisschen mehr Level. Dafür unten auch vorne mit dem Bike spazieren. Da kommt einmal näher. Bring mehr. Morgen. Ach so, unendlich viel Eisen für den Vorhaben. Ah, nicht so weisen. Ja, nachdem es nach oben hin auch geschlossen ist, glaube ich halt, dass der PvP-Schutzblock ist. Beim Sleeping Bag können das bis auf, können das bis unendlich hoch Netz bauen, beziehungsweise unendlich tief. So, fangen wir mal an. Die Aloe Vera können wir da noch haben. Das treffen wir auch gleich da, wunderbar. Das Tierfett. Ja, wir haben das hier. So, Plastik haben wir jetzt mehr wie genug als Kasten. Also, ich hab's ja schon. Jetzt hab's ja schon hergerichtet. Der Plastik habe ich mehr wie genug. Wenn ich es ja schon fertig gemacht habe. Welche Nickelparts brauche ich noch? Zwar eine Batterie. Ginge besser, so ein Nägel auf jeden Fall da rein. Eisenrohre da rein. Solche Sachen wie Öl. Esse da wieder rein, Kleber wieder rein. Nein, Kleber, Piston halte ich das für. Das ist ultra viel. Water Purifier Schematic. Okay. Dosen. Chemical Parts. Schmerzmittel, Papier. Ja, ich bin leider ein bisschen inkonsistent, was das betrifft, wo ich die Sachen da hinkriege. Mit Umbesteine kriegt du quasi nicht. Das kann ich rausnehmen. Das ist nicht, aber dafür gibt es da eine. Die Electrical Parts. Bleib. Ich sortiere, dass ich mir. Das Ganze haben wir auf jeden Fall hergehen. Da. Bicycle. Für meine Mechanical Parts. Die wieder reinkriegt, die Hirsch. Fertig. Sehr schön.
Gut. Das Licht. Pfeilspitzen. Die Verrückten verkaufen. Blutbeutel. Kaufen. Kolben. Kolben. Jo. Schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. Ist auch, was ich verkaufen will. Weil dem ist noch nicht offen von dem her. Sehr schön. Trinken wir nochmal was. Super geht's. Schau, und schon haben wir ein Fahrrad. Viel einfacher ist auf A nach B zu kommen. Bleiben wir aber natürlich auf der Straße, ist gescheiter. Dass das Rad nicht so schnell kaputt wird. Super geht's. Das habe ich glaube ich jetzt ausgeräumt. Oder? Ich weiß nicht mehr. Oh. Wenn nicht, dann machen wir es jetzt. Hätte ich gemeint. Ja, der ist schon leer, ja. Sporttasche jetzt wieder nur versteckt im Hintergrund. Na dann. Zuerst haben wir den Sling. Ziehen und solche Sachen schon mal holen. Klumpert fürs Moped. Dann müssen wir da drinnen noch mal umschauen. Noch eine Batterie bekommen, super. Fast. 5er Batterie, nice. Gute Batterie. Leerer Müllhaufen. Ja, da war ich schon wieder, das ist offen. Und nicht alles gelootet, passt. So. Dem auf, hängen wir auf. Kaufe. Und die habe ich auch noch eine. Weiter geht's. Thank you.
Überblockwerfer da hinfahren. Ein neues Ding in Zug, was man gern entleeren würden. Wir schauen einfach mal, was es uns dazu gibt da. Mal umschauen, glaube ich. Vor allem, bis wir nicht Death Penalties weg sind. Mal alles anschauen. Das ist ja nur ein Schuppen, ein kleiner. Ja, den machen wir mal, den kleinen Schuppen. Weiß ich nicht, was das denn. Das ist aber gut. Ich glaube, das war mal alles von da. Was denn? Ja. Ja, bestimmt. Machen wir das eine auf. Minibike-Händler und Ultra. Dann nehme ich mein Ding jetzt mal. Oh, nice, Machete. Das ist nichts mehr. Ich miete auf jeden Fall. Bisschen Glück habe ich schon, muss ich sagen. Die Machete ist zwar nicht so. Oberburner, aber hey, das ist eine Machete. Ich mein Bike, die Bike, weil das so gleich davon irgendwo da ist. Die Richtung. Jetzt gehen wir schon mal zurück zum Händler fahren. Den, der macht mittlerweile auf und ich kann ihn bloß verkaufen. Kann man Quest annehmen natürlich. Was gibt's da noch? Das ist ein bisschen schneller geht da. Schatten kommen ein bisschen später, aber sie kommen. Also die wir verkaufen mal. Die wir verkaufen die.
Ich kann ihn auf jeden Fall. Das Messer kann ich außerdem nicht mehr zum Paketen dafür. Das kann ich mal auf. Bin ich schon voll drin. So. Sehr schön. What do you see? Zuerst will ich verkaufen. Na, das hat er mal gesagt. Sehr schön. Das ist ja nichts bringen. Haben wir irgendwo was interessant? Running Gun. Werkzeugkiste ist nicht schlecht, aber brauche ich jetzt nicht. Weighted Head. Aber nicht unbedingt. Und das Spiritus. Oh, den könnte ich noch mitnehmen. Da. Oh ja, ich bin wieder vollends da. Safe travels. Das Ding, was interessant ist. Oh, da fetch. I'm in a little predicament. 600 Meter, das geht. Fünf Meter die Sekunden. Circa. Abfahren, gut. Bis halt nur. Aber ja. Nein, du bist es auch nicht. Das geht ja nicht aus. Aber schießt mich dort mit da. Fabrik da hinten, okay. Huh. Da ist er. Oh, Heidelbeeren, der war sehr schön, die Heidelbeeren. Ah, sehr was. Dazu? Sitzen dann. Sehr gut. Theoretisch sagt man, okay, ich würde jetzt eigentlich das Haus looten. Dann die Quest starten und dann noch einmal looten. Aber das wird gemacht nicht. Fui bin. Sehr schön. Ich starte die Quest. Überband nehmen. Weil ich unfähig bin, den Hund zum Treffen. Passend, da irgendwo an irgendeiner Ecke noch liegt, sitzt. Der Mann, der muss mir auf die Schnauze schlagen. So, bin ich jetzt nicht ganz freund, da ist wieder so einer. Ja, da.
vor, wenn die viel aggressiver sind. Im Questhaus. Die Quest schon angeschlossen, oder was? Sicher nicht, jetzt. Ja, kommst näher. Der Bunker hat Öl. Muss schon warten, ne? Darf er? Oder geht's weiter? Zeiten schon noch wenig Sekunden. Ich glaube, okay, alles mit. Was haben wir für einen? Was kriegen wir? Ganz Indien. Geben wir noch auf. Das kann er sehr gut. Bei Advanced Engineering muss ich sagen, ist jetzt nicht so schlecht. Zum Eliminieren. Sieht man schon, dass die Pathfinder nicht ganz so toll ist mehr. Kommt mir nicht vor. Kommt's außer da. Da mehr auf Ocher. Also wenn ich da jetzt alle noch der Reihe niederhauen müsste, dann tut mir da ab und zu. Das kann er diesmal. Ab und zu sind da noch Dressoren in der Wand eingelassen und so. Zu. Eine Futterschachtel. Ultra, Alter, da kriegst du wieder. Das ist voll leibend.
Droge ist das. Die brauche ich nicht aufmachen. Kommen aber. Da riechen die relativ. Relativ gut. Vielleicht kommen vorne auch gescheiter noch eine. Oh, schade aussehen. Die Möglichkeit besteht natürlich. Aber es ist wie immer. Kaum bist du in einem Point of Interest drin, bist du gleich da. Das Interessanteste überhaupt. Aber einige jetzt, wenn man verschlagen muss. Fahren wir aus, sie kommt. Okay, das komplette Ding jetzt fertig machen natürlich. Schaut aber nicht so aus, als wenn irgendwo einer war. Sehr schön. Jetzt geht's halt auch ultra. Erst der Loot ist gut. Schön bei Frachtkiste. Wozu haben wir noch einen Freeman, das kann ein kleiner kann. Bin übermütig. Die Vorderseite des Hauses, weil das mein treues Fahrrad. So. Eine Sache, die ich noch mache. Weil da drunter liegt wahrscheinlich was. Na gut. Bevor der Mann, der muss herkommen da. Aber eigentlich. Eisen, nee. Und schneller geht auch bei dem herum. Oh, Mummkiste, die dauert. Ich kann nur hoffen, dass was Gutes drin ist auch. Seht ihr schon? Besser als alles andere, was ich gehabt habe. Sehr gut. Hallo.
Senko. Ja, Fahrrad an Tag 4, aber man darf nicht vergessen, dass meine Tage länger sind. Ich somit mehr Zeit habe, Klumper zu sammeln. Na gut, wenn du gerade da kommst, dann rein noch nicht da. Dann werde ich mich noch für dich hingeben. Wie geht's da? Wie war der Tag? What the heck war das jetzt? Ah, wo hat er hinter spazieren? Mir geht's super. Der war ein sehr produktiver Tag. Ich weiß nicht, was das war. Also irgendwie, ich steige vom Rad ab. Auf eine etwas dumme Art und Weise. Alter, mein Gott, ich will mir die Zombies gerade von irgendwo daher, wie geil ist denn das? Jetzt warte nur bis näher sind die Hundling, wenn ich nicht so weit rennen mag. Also irgendwie mit, ich bin vom Radl angestiegen und das hat nicht passt und irgendwie die mir gerade selber am Feuer reingeschossen haben. Sehr komische Sache. Ja, irgend sowas wird das gewesen, vielleicht hat es mich überfahren, ja. Alles bestens bei dir auch, das freut mich. Das freut mich sehr. Ja. Wow. In Non trifft wieder nicht, ich glaube. So unfähig. Schauen wir. Pfeile wiederholen. Ich glaube, das Ding war immer harder gespawnt ist. Das wird noch da. Die Auswüchse davon sind. Genau, das Sportsback, das nehmen wir mit. Mein Sportsback. Ja, ich weiß, mir ist heiß. So, Gäste abgeben. Keine Zombies mehr da, die, was ich übersehen könnte. Wäre nämlich schade drum. Sicher nicht. Wo bist du? Hier. Das ist dann eben so wie gesehen jetzt. Über den Dienst drüber gesprungen. Ja, warte schon, bis die da sind. Gebüschter. Tut dieser. Lassen wir den.
Lassen wir den Hasen Hasen sein. Denn es ist doch Entensaison. Und nicht Hasensaison. Na, aber ist schon viel angenehmer mit dem Radl jetzt dann. Da bin ich so viel schneller. Noch fahren noch Bifahren können. Also ich konnte in der Nacht anfangen mit dem Baseball. CD. Ja, ist definitiv. Also schauen, dass so schnell wie möglich lernen. Howdy. Many thanks. Dann nehme ich doch gerade die weiße Spitzhacke at Level 2. Here's your pay. Wenn ich noch blödig bin jetzt. Egal. Sicher was zu verkaufen, ja, das brauche ich nicht. Ja, schön, dass du es wieder nimmst. Das kann ich verkaufen. Wir verkaufen den auch noch. Thank you, Survivor. Check back soon. So. Get new merchandise daily. Das ist das Advanced Engineering? Was ist das da? Craft a Workbench. Kann das Ding nehmen und hält es und kommt inzwischen eine Workbench bauen. Das ist aber dann schon heavy. Ja genau, Essen und Plantage anlegen sind ultra wichtig. Da muss ich Level 25. Ich bin Level 20, das finde ich sehr gut. Und jetzt kann man Iron Tools bauen. Deswegen war das jetzt eigentlich auch voll ab Schwachsinn, dass ich mir die erste Spitzhacke genommen habe. Oh, nehmen wir das, dann habe ich schon 4 Items. Drei 2 Punkte dafür sind die. Die waren auch grün. Gut, wenn das so ist. Do you think you can help me with a problem? Brilliant. I guess this kind of makes us friends now. Was geht's hier aus? Da kann ich nur die Schaufel von daheim holen. Und Klumper da legen. Turbo. Keine Ahnung, wie das. Ich dachte, ich auf Hotkeys klickt, dass ich mein Mikro ausschalte. Ah, nein, geht nicht. Dann tut es mir jetzt laut, wenn ich da jetzt dann aufmache. Und es kurz laut wird bei euch. Oh, ich bin durstig. Durstig, ja. Lern Deutsch. Aus irgendeinem Grund sagt man das Ding an die Box von meinen Würfel, von meinen PvP-Würfel. So, genug, genug mit. Bis auf A drum natürlich nicht. Egal. Ah, da lege ich ein. Schematik, genau. Workbench, was brauche ich? Stahl, kann ich mal herstellen. Mechanical Parts, brauche ich vielleicht genug? Ah, glaube ich nicht. So, da kommt nochmal die Kartoffel rein. Kaffee. Dieses, jenes, sonstiges. Die Heidelbeeren. Diese Dose und diese zwei Dosen. Next sortieren. Da habe ich jetzt eine. Dann sortieren wir das einmal durch da. Die Dose, dieses, jenes, sonstiges. 5 habe ich gerade, das ist nicht so viel. Das Blei. Eisen haben wir schon 1000, das ist super. Mechanical Parts haben wir um 1 zu wenig, sehr schön. Ich glaube um 1 was 20 brauche. So.
einer. Federn. Papier. Farbe. Benzin haben wir schon da drin. Das Öl. Ah, haben wir da noch Öl? Na, sehr gut. So, was haben wir da noch? Was haben wir denn da? Da fehlt noch das Nitratpulver. Ziemlich einige Parts, genau. Einer fällt mir, Forged Iron, den habe ich, den habe ich. Aber noch einen Schraubenschlüssel jetzt auch, das gefällt mir nicht. Egal. Was essen. Und dann haben wir da ein bisschen was in die Forge eine. Nämlich das und das. Natürlich, mal wieder 10 Minuten lassen wir es laufen. 10 Minuten. Scrap Plastic. Und dann den anderen Advanced Engineering, den lassen wir erinnern, dass ich nicht unabsichtlich wegkomme. Schaufel haben wir mit, das heißt, ich kann meine Barrel Supplies holen. Das ist auch fertig, das können wir dann auch alles abbauen. Diese Richtung, gut. 900 Meter, dann haben wir das. Genau, ein in die Wastelands. Da ist immer schön. Hier aus. Klar kannst du mir jetzt gerade nochmal gehen haben. Ich weiß, du bist. Nach wie vor keine Wasserquelle noch gefunden. Da hinten ist noch eine City. Wieder durstig. Vielleicht mal Slow Metabolism skillen. Das wird immer gleich. Ich bin durstiger als wir. Daneben schon gestinkt bin. Jetzt kommst du hier. Nicht mehr. Dort drüber, noch 400 Meter. Das ist irgendwo mitten in der Wüste. Es kann nicht sein, wo ich lehmige Erde gleich kriege, wenn ich das ein bisschen Sinn macht. Ah, mitten in der Wüste. Na nee, gut. Wenn man das sagt, ist auch sehr viel Wüste hier. City oder was?
Look like two, bro. Mitten auf der Straße, nicht. Gut. Mein Rad fährt davon, okay. Was trinken. So, dann richten wir uns mal aus. Suchen wir das Ding mitten auf der Straße. Tja, mal schauen. Nein, bitte. Nein. Okay. Dann haben wir noch den Airdrop. Ah, da drin ist aber auch Greenland. Das schauen wir gleich mal an. Wenn ich in der Nähe bin, schauen wir das gleich an. Vielleicht muss ich meine ganze Basis verlagern, weil das da drin gescheiter ist. Tot, alles tot, weiter geht's. Ja, drauf ist diese Richtung. Ist auch eine Woche aus, wie wenn ich da jetzt einen Versuch großartig irgendwas mit für einen Punkt zu machen. Und wenn ich was aufmerksam mache, na, dann mache ich das aufmerksam. Interessiert mich auch noch bedingt. Jawohl, Wasteland, komm. Wo ist der Hund, wenn man braucht?
gehört, das ist der Trott Sparhort am Startgebiet. So quasi. Fleisch genug für mich. So, was wird eigentlich machen? Ah, genau, ich wollte da nochmal schauen, dass ich gleich die nächste Qualitätsstufe kriege. Eigentlich steht da drin. Ziemlich genau Stadtgebiet, wo ich auch konnte. So schließt sich der Kreis. So dann. Diese Richtung, 1,4 Kilometer. Um die Quest abzugeben. Zur Nose an. Genau, da habe ich nämlich mein Startding ins Hergestellt. Errichten Sie eine Base. Ist ja lustig. Ich muss dann aufpassen, weil da hinten ist dann diese Wand, wo ich nicht rundherum kommen will. Mal so vorne ein bisschen seitlich vorbei. Zwei Meter weiter, wenn da nicht hin, so ein komischer Zombie da ist. Ja, ich weiß nicht, ich muss das nicht zwingendermaßen, zwingenderweise alle machen, aber hey. Ja, eine City. Dann ist noch die Ausläufer von meiner City, wo ich hier rumgucke. Nein, das ist eine eigene City. Schauen wir mal, schauen wir da rum. Was Interessantes dabei. Tümchen, du bist da was? Von Neural, so ein Bestattungsunternehmen. Da drüben sind wir Wasteland, alles kaputt. Aha. Ja, vielleicht doch nicht so interessant da. Ja, Wasteland bleibe ich wieder, steige ich nicht unbedingt ab. So.
random ins Burntlands, gut. Wenn ein Schneebiom reingefahren hat, dann war es zumindest mal nicht mehr ganz so schlecht, weil dann konnte ich zumindest vernünftig Wasser machen. Ich bin durstig. Aber bei einer Außentemperatur von 38 Grad würde ich auch durstig sein. Das ist einmal fix. Keine Bären. Sicher nicht. Ich fürchte, der Bär ist hinter mir. Es gibt schon Sachen, die ich nicht machen werde, oder noch nicht. Zumindest nicht mit aktuellem Setup. Schau, ob man gegen Zombiebären auch kriegt. Genau gesagt, gegen zwei Zombiebären. Das war prinzipiell kein Problem. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin davon ausgestanden, ohne Möglichkeit hinaufzukommen für die. So. Let us well earn the treasure. Messbecher. Das kann ich verkaufen, das ist gut. So wenig soll ich verkaufen, das muss ich alles ins Haus zurückbringen. Much obliged, Stranger. Macht da nichts. Ah, ein Zombiebären. Das ist definitiv noch nicht das, was ich jetzt um diese Jahreszeit schon angehen würde. So. Wie gesagt, ich habe es schon mal gemacht, zu so einem ungefähren Levelbereich. Aber da muss ich wirklich auch dazu sagen, dass ich in meinem Haus umgestanden bin, wo ich mit Leiter hinaufklettern konnte, aber der Bär nicht nachgekommen ist, dementsprechend. So. Da sind wir angekommen, zu Hause. Die Pflanzen schaue ich nicht, die ich will. Jetzt habe ich noch genug, passt. Sehr schön. Machen. Bis zum letzten Mal langsam Panik. Bin ich schnell. Bin so schnell wie ein Pfitschipfer. Schön geht's.
Ja, super. So, Yucca, Mais, Pilz, Kaffee, Heidelbeeren. So, den nehmen wir mal raus. Fleisch, sehr gut. Das bringt mir nichts. Yucca habe ich eher volle Reihe. Kaffee kann ich rausnehmen, genau. So, da können wir hergehen. Den Messbecher einsetzen. Und jetzt ist einmal komplett. Sand. Das ist ja Knochen. So, Tierfett haben wir da auch noch. Noch einiges mehr. Wie wäre das eine? Kommt noch eine. Knochen haben wir da, passt. Schmerzmittel haben wir da. Das und das nicht. Nein. Hühnerration, das geht dann dort rein. Die Electrical Parts kommen da her. Dann gehen wir mal da her. Dann nochmal. Oh, Kaffee. Die machen wir, die drei. Zum Zug gerade nichts mit. Kann ich theoretisch. Das schon? Brauche ich zwar. Na, das ist natürlich das Überdrüber-Ding. Oder so in der Richtung. Passt. Eisen. Schaufel brauche ich nicht. Die Spitzhacke brauche ich auch nichts, aber. Eiserne Axt brauche ich sehr wohl. Dann brauche ich nämlich das auch nicht mehr und dann kann ich das eliminieren. So, was dauert noch? Meine Angst und Panik. Ich sollte noch Eisen reinhauen, aber ich brauche mehr Eisen gerade. Na, ich kaufe mir das einmal. So löscht. Rezepte. Wieder, was ich nicht brauche, wieder zurück in den Link passt. Gut. Hier da. Also, jetzt müssen wir auf die Axt warten, da ist alles einfach drumherum, dann warten wir kurz. Gut. Kampfbase. Das dort direkt auf dem Weg herstellen, der da vorne eh aus ist. Die Idee, das machen wir. Das finde ich ganz eine gute Idee. Mhm. Reparieren und so habe ich das da zum Open, den habe ich diesen hier für Eisen und für das haben wir auch alles. Super geht's eigentlich. Alles da, was man braucht. Die Kiel, das tut sich was. Dann das Feld auch vergrößern irgendwo nochmal. Passt. Alles gut.
Eher noch was? Zum Umbauen. Das reicht schon. So, nochmal, dass ich früh bin. Und noch was drin. Sehr schön. So, dann gehen wir noch ein paar Frames machen, nämlich 4 Stück. Wir werden noch was anzeichnen. Na, dann mache ich es in die Richtung, dass ich es gerade setzen kann. Genau, dann mache ich es in die Richtung. Nötige. Dann haben wir das mal weghandeln. So, da haben wir alles die Banner weggeschlagen. Nein, ich hoffe, es nämlich funktioniert. Ich brauche noch einen Holzraum, ich muss die Blume auf gleich richten. Noch rundherum. So. Sehr schön. Eine Runde müssen wir noch gehen. Jetzt top. Ja, so, drei, genau. Genau, da müssen wir noch rundherum gehen.
erste. Fang jetzt mal an. Sehr schön. Das ist mal die erste Dinge, und in die Richtung geht's weg. Genau. Planierungsarbeiten. Alles auszumessen, alles vorzubereiten. So gerade möglich, also ein gerades Ding wie möglich. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Brauche ich Eisen, haben wir 4, das ist schön. Das sind Milliarden Eisen, die ich brauche für das ganze Klumpel, das ich davor habe. Oh ja. Ich habe es gesehen, es war lustig, ich will es ausprobieren. Ein Force Field in the Corridor. Oh, mich interessiert es gerade, und jetzt dann tue ich wieder mal. Und auch noch. Nüb. Dann machen wir das da. Schritt für Schritt. Wenn das nicht funktioniert, ist nächstes die Floating Base dran. Das ist Floating Jump. Killing Corridor überlebt am Tag 7000, der hat sich am Tag 7000 eingestellt. Und mit dem Force Field dazu, und ich glaube nur für Cops fürchten. Erste hätten wir mal.
Also brauche ich Eisen und Klee. Klee habe ich jetzt eh mehr wie genug. Ich hole mal mein Arteisen. Mein Alteisen. Oder nein, ich mach's mit Plasterstangen. Schau mal. Genau da ohne natürlich. Den nehmen wir mit und den nehmen wir mit. Und wir können schon wieder Blöcke herstellen. So viel wir wollen. Stein, Platten, Block. Nur mit 100. 28 plus die, was ich hab. Komischer Rantl aus. Wie viel Brat kann es halten? Habe ich eh nicht. Nicht einmal in. Nicht einmal annähernd. Rundherum Platz, wunderbar, schaut ja gar nicht so schlecht aus, sollte man trotzdem noch planieren gehen da. Das ist ja unsere Katastrophen. Thank you.
keine Ahnung, wie weit das ich gehen muss. Muss ich mir nochmal anschauen. Aber mal die ersten Anfänge machen. Ich mir dann noch? Kann ich eine Reihe mehr herrichten? Sehr schön. Die Maschine flacher. So. Jetzt müssen wir ganz kurz entschuldigen. Ich muss mal kurz anschauen, wie das Klump ausschaut. Forcefield. So, auf Reise. Was ich jetzt aber eine Pause einschalte, nicht damit dann irgendwas überrascht auf einmal. So, was haben wir da? 3, dann ist der erste Pflug wieder. Okay. Schauen wir mal. Das kann ich irgendwo hinschieben, dass ich das sicher. Ich kann das Fenster kurz kleiner machen da. Dass ich dann zählen auch kann. So. Nur schauen wir mal da. Mal die Reihe rausnehmen. Was denn? 1, 2, 3. Gut. Kann ich die rausnehmen da? Seiten gut, das ist dann so. Die 4 da kann man wieder ausheben. Bin echt neugierig, ob das hinhaut. Wenn das hinhaut, ich wünsche dir eine gute Nacht, mein lieber King. Danke, dass du da warst. Schlaf gut und erhol dich gut. Das freut mich auf jeden Fall. Hab dich auch gerne bei mir im Chat. Das kann ich da sagen. Das kann ich vergebissen. Dinosaur.
nicht, wenn ich fertig bin, kann ich vielleicht sogar auf einen Tagesrhythmus zurückwechseln. Natürlich sind nur, weil ich mehr stressen will. So, sehr schön. Das sind auch 1, 2, 3. Ich ziehe, wunderbar. 2, 3. Diese hier werden schon wieder ausgehoben. Fertig bin mit dem Klump. So. Sehr schön. Muss ich auch wegnehmen. Das ist die richtige Hegenkum. Gut, dann gehen wir runter. Ich muss das da drüben auch wegkramen, weil ich muss eine gewisse Höhe haben. So. Eins, zwei, drei. Letzte Chance, vorbei. Also ist nicht. Aber zumindest. Was können wir schon machen da? Einen Pylon zu einem Pylon, gut, da kommen wir jetzt dann schon gegen Ende. Das sind uns. Fünf, wir sind das fast zehn. Viere hoch, fünf ist die Plattform. Ja, drei, vier. Geht alles weg. Braucht keiner.
Okay, bauen den Pylon. Schauen wir mal, wie hoch der D baut. Drei, vier, das ist die fünfte Hechen. Besser abziehen kann, war nicht schlecht. So. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 wirklich. Nicht schwach. Werbung, was keiner braucht. Während immer da ein Video anschauen. Edelgasse, Kumpelgasse. Wirklich heraus, nicht das zu haben, so ist nicht klar. Vergiss der hektisch. So, jetzt habe ich es wirklich schön noch einmal, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6 überhaupt überhalb von Surface. 6 überhalb von Surface bis zur Nase, ist wirklich hoch. Und das, was da unten ist, ist nicht Surface. Nein. 5. Also Stein, Platten, Block. Ich bin aber der Meinung, dass die Hegen reichen wird. Ich bin jetzt 1, 2, 3, 4 über Luft. So, die machen den fünften. Und dann war das erst. Bist du nahe? Der Stehübergang. Verstehe ich mal alles weg, nehmen wir wieder da. Die haben wir die äußeren Stehen. Oder auch nicht. Das, was ich da sehe, diese eingegrabenen sind einer Wurst, die interessieren kann. Da 1, 2, 3, 4, den fünften schon. Fünften.
wenn es drüber geht für das Ganze. Nein, ich glaube, die Hegen passt schon. Wenn dann noch eins drüber geht. War schon immens hoch. Nein, ich gehe sicher nicht. Das passt schon so. Oder nicht? Ach Gott, jetzt wieso, dass ich tue. Na, dann machen wir es jetzt 6 hoch. Wie ist denn das jetzt hoch? Machen. Jetzt kann man da wirklich die erste Ebene fertig machen, bevor ich so Seiten dann noch grob. Ach Gott, das wird natürlich wieder keiner. Wo ich den Platz da schon herstellen in der Zwischenzeit, glaube ich, Steine und Lehmige Erde genug. Perfekt, kannst du jetzt noch Platz da schon herstellen. Ein bisschen auf, ja. Der zweite, der dritte, genau ist der Abgang. Passt der. Das passt der, Gott sei Dank. So. Das kann schon hinkommen. Voll Wahnsinn, ey. So, was haben wir da so? Eben. Genau. Ich will gleich ein bisschen verlegen wie damals, sondern dass ich da nicht zu viel oder zu wenig wegnehme. Nämlich Boden, also darunter ist Bodenniveau. Oder? Das Bodenniveau? Ja,
Ich glaube, das ist Bodenniveau, das passt schon so. Ja, das ist Bodenniveau. Kein Menü sehen aus, was ich da will. Aber ich tue es halt. Schaut nicht so hoch aus, aber es sind 4 oder 5, 6, das passt auf jeden Fall. Auf der Ansicht hier ist viel besser. Der da ziehen muss. Jetzt eine Schaft oder sie, dann ist erst. Da bin ich jetzt eben. Ja, wenn wir das mal nicht genau anschauen. Da hinten mit den ganzen Dingens. Platten. So, dann werden wir mal favorisieren. Nochmal 15. Weil das mache ich jetzt schon noch fertig. Zumindest den Rahmen. Bevor dann mit den großen Grabarbeiten beginne. Thank you.
bin ich auf Ebene. Stoke Robin noch ans Obe. Genau. Haare, wo sind noch? Dort noch Stufen hin, da. Und da kommt das andere hin. Genau so ist es. Wir müssen dieses berechnen, wo muss ich hin, wo nicht. So, dann machen wir da nochmal. Task. Schon fertigen. Na, das geht auch dazu. Ist gut. Das ist Level 0. Zu viel vormachen. Nochmal 40, nochmal 50. Aber noch nicht, noch nicht. Drei Stufen. Rezepte. Sechs, acht, zehn, zwölf.
Tür hinten da sind. Die ist da aus. Das muss nicht unterköllert werden quasi. Sehr schön. Sehr schön. Eins, zwei, drei sind das, glaube ich, genau. Und dann machen wir nur einmal 30. Das ist eine komplette Ecke, glaube ich, wieder so. Round corner. Just a corner. Da war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gut. Ich denke mal, Nummer 7, mehr geht dann immer. Thank you.
erzählt. Egal. Das ist Tatsache das. Das können wir wirklich vier sein. Sogar wirklich so. Hm. Ich bin irgendwie verzögert, das sind 333. Definitiv 333. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Da haben wir uns zu viel gerechnet. Also, das wird 4. Ist ja egal. Stabilität ist genug, wenn es 4 und 3 und 3. So, von einer Seite 10 und 12 Holz. Also, das passt schon ganz gut so. Wichtigste ist, wenn ich da bin. Wurscht, aber egal, aber ich werde mich nun verabschieden und das so also anschauen. Schaut gut aus bis jetzt dann. Jetzt muss ich noch da unten ausgraben. Den Graben 4 tief ausheben. Wobei 4 innen tief, das heißt ich muss 5 runter, weil ich muss die Schicht angraben und dann 4 oben. Und dann brauche ich Aerosplits. Also da brauche ich eine Chainsaw zuerst. Die ich aber theoretisch machen kann oder lernen kann. Table Saw. Perfekt. Perfekt. Table von ab. 1, 2. 5, 7. Kann nicht anders, ich muss fertig machen. Aber es ist echt hoch genug, dass ich ihn kann. Vollschaden kriegen, ne? Interessant. Away. Wenn er zum richtigen Zeitpunkt wegspringen hat, war das noch viel cooler. Kann ich gar nicht sagen, wie cool das dann war. Es hat nicht viel Platz, das Ding. Aber ich brauche nicht viel Platz. Mir verzeiht sogar am Anfang nicht. So, dann nochmal Steinplatten. Das sind die Arch, die brauche ich nicht. Platte.
Siegelplatte, okay. Mal Holzplatten machen, oder? 2 mal 4, so 2 mal 2 ist hoch, dann 4, 8, und 8 dann 16. Ja, gut. 2, 3. So, auch genau. So. Und ein Deckel, der ist 3 mal 4, sind 12. Wir können die, glaube ich, auch aufwerten. 120 Klee hätte ich genug, 100 habe ich auch genug, weil ich brauche nur 4. Nicht aufhören. Es ist gigantisch. Es ist immer wieder dasselbe. Eisenstangen. Ah, du musst erst lernen. Ich kann es auch aufwerten, ich habe kein Problem dabei.
Karten bringen echt nichts viel. Bissarisch. Ich sage mal so. Also nicht gestört, aber fast die ganze Nacht durchbauen können. Ich muss jetzt auf alle Fälle Eisen farmen. Viel Eisen. Da wird auch gleichzeitig Stein mitgefarmt werden, weil wir dann so die kleinen Fösen nochmal hochkramen und so. Das ist eine Scherze. Auf alle Fälle, mit diesem Blick wünsche ich euch nun eine gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr eingeschaut habt. Ich hoffe, es hat dann Spaß gehabt. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hab fast 2 Stunden länger als geplant. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Morgen oder übermorgen. Oder in 3 Tagen. 1, 2, 3. Bye, bye. Euer Second Impact.